erstmal schönen Dank, dass es mit dem Interviewtermin geklappt hat an deiner alten Wirkungsstätte hier in Geier. Erstmal eine Frage, ich habe gesehen, du hast eine neue Frisur, eine angriffslustige Kampffrisur, möchte ich mal sagen. Hat es damit irgendwas auf sich? Oder? Ja, also das stimmt, sie ist angriffslustig, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall ein bisschen kurz geschoren. Das hat aber eher das zur Folge, weil ich eine Haartransplantation gemacht habe jetzt nach der Saison. Ich habe mir gedacht, mit 34 bin ich noch jung genug, dementsprechend vielleicht denen nochmal entgegenzuwirken. Und habe sozusagen die Chance genutzt, jetzt das mal für mich auszuprobieren. Bisher bin ich zufrieden. Mal schauen, was dann der Haarwuchs so noch weitermacht. Aber grundsätzlich, ja, war es eine interessante Erfahrung. Okay. Mal zu der Sache, Erik, du liegst, die Entscheidung liegt jetzt 4 Wochen zurück, dass du zurückgetreten bist vom Leistungssport. Wie kannst du damit leben? Bist du mit dir im Reinen? Ist alles okay? Ja, doch schon. Also ich glaube, es war ein guter Moment, den ich getroffen habe. Ist ja nur auch so, dass man so eine Entscheidung ja nicht alleine trifft. Zuallererst natürlich auch mal das mit meiner Frau dementsprechend besprochen. Und wir haben schon gemerkt, dass für uns natürlich dieses Leben, es ist schön, ich habe es lieben gern gemacht. Ich habe den Sport enorm geliebt und macht es auch weiterhin. Aber man hat halt schon gemerkt, der Aufwand, der Jahr für Jahr halt dazu halt aufgebracht werden musste, um da wirklich Schritt halten zu können, ist nicht einfacher geworden oder nicht weniger geworden. Und jetzt mit dem Erreichen der 18. Medaille, glaube ich, habe ich mir nochmal so einen Traum erfüllt, wo ich sagen kann, das ist jetzt eigentlich... Besser kann es nicht werden und somit bin ich froh, so einen Abschluss gefunden zu haben. Alles Neue macht Mai, Erik. Wie wird es denn im kommenden Monat? Was machst du demnächst? Viele fragen sich, wird er Trainer? Es war schon in der Gerüchteküche zu hören. Ja, also es ist natürlich jetzt schon so, dass Gespräche geführt wurden und die sind auch dementsprechend halt jetzt positiv verlaufen. Der Deutsche Skiverband ist da an mich herangetreten, ob ich eben jetzt es mir vorstellen könnte, eben in Zukunft meine Trainerkollegen Heinz Kurtin, Kai Bracht dementsprechend sozusagen unterstützen zu können in der A-Mannschaft. Und es ist natürlich eine sehr, sehr interessante Aufgabe. Für mich auch ein komplett neues Feld. Und aber dennoch bin ich motiviert, sage ich mal, diese Aufgabe anzugehen und hoffe natürlich, dass ich dann dementsprechend mit meiner Erfahrung, die ich jetzt als Athlet erstmal mitbringe und die ich da über viele Jahre gesammelt habe und noch nicht als Trainer habe, trotzdem dementsprechend Punkte sozusagen ansprechen kann, die die Jungs für positiv sehen. Und hoffe natürlich, dass wir dann auch weiterhin auf dem Niveau natürlich erfolgreich bleiben. Das ist schon das Ziel, da dementsprechend die Fußstapfen, die der Hermann da so ein bisschen hinterlässt, versuchen ein bisschen auszufüllen. Und das wird sicherlich nicht gleich funktionieren, aber ich werde mich auf jeden Fall reinhängen, weil ja, also die Liebe zur nordischen Kombination, die ist nicht verfallen mit dem Ende meiner sportlichen Karriere, sondern es war mir eigentlich immer wichtig, irgendwie meinem Sport da ein bisschen was zurückzugeben und in der Position habe ich da, glaube ich, sehr, sehr viel Möglichkeit. Nun hast du Wirtschaftsingenieurwesen studiert, Erik. Wie lange geht das noch und was war jetzt letztlich ausschlaggebend, dass du doch im Trainerbereich angefangen oder anfängst und wirst du das auch studieren noch in diesem Beruf? Mein Studium wird natürlich weiteren Bestand für mich haben. Das möchte ich auch noch abschließen. Dafür habe ich zu viel investiert. Also das habe ich auch dementsprechend mit dem Deutschen Skiverband kommuniziert, dass ich das sozusagen nebenher auf jeden Fall noch mitmachen muss oder machen möchte. Das wurde mir auch zugestanden. Und natürlich ist jetzt das Trainerdasein nichts, was ich konkret jetzt natürlich in erster Linie damit verbinden kann. Aber es gab auch Dinge, die ich halt im Endeffekt mitnehmen kann. Also so eine A-Mannschaft ist ja nicht so, dass
das muss man ja auch schon fast ein bisschen führen und dementsprechend viele organisatorische Dinge, die ich auch durch mein Studium natürlich gelernt habe, passen da auch mit rein. Also es gibt da schon Schnittpunkte, aber dennoch, ja, war es mir wichtig, dieses Thema zum Abschluss zu bringen, um einfach auch nochmal eine gewisse Sicherheit für mich zu haben. Natürlich ist es jetzt Neuland. Ich weiß auch noch nicht, ob es halt dementsprechend gut ankommt. Das ist jetzt nicht nur noch von mir abhängig. Früher habe ich ganz Entscheidungen getroffen, die eben nur auf mich zurückgefallen sind. Jetzt werden Entscheidungen getroffen, die halt dementsprechend die Sportler betrifft. Und das muss natürlich dementsprechend auch gut ankommen oder auf fruchtbaren Boden fallen. Und das kann, glaube ich, keiner vorhersehen. Aber ich möchte die Chance gerne nutzen. Ich glaube, da hat man nicht alle Tage die Möglichkeiten dazu und deswegen ja, ist die Entscheidung so gefallen. Und deine Frau hat gleich zugestimmt, dass du wieder unterwegs bist. Wir haben natürlich drüber gesprochen und sie war auch der erste Ansprechpartner, als sozusagen es jetzt diese Überlegungen gab. Und ich habe auch gesagt, als der Deutsche Skiverband an mich herangetreten ist, also das ist eine Entscheidung, die ich jetzt sicherlich nicht alleine fällen werde. Da hat zuallererst mal meine Frau Mitspracherecht. Die hat viel zu viel die Jahre zurückstecken müssen. Und von dem her, ja, steht sie dem aber auch positiv gegenüber. Also sie hat gesagt, es war ja nicht so, dass wir dieses Leben, was wir bisher geführt haben, nicht geliebt haben, sondern wir haben es ja dementsprechend genossen und auch die Vorzüge dementsprechend geliebt. Und ja, das ist natürlich auch schön, wenn man das jetzt in der Situation dann doch so weiterführen kann. Vielen Dank. Gerne.